Markus Bühl, ich muss ihn schon erst mal aufrufen, ne? So, das reicht nicht, wenn Herr Brandner das sagt. Also Markus Bühl für die AfD. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Bezahlbares Wohnen war eines der Hauptthemen im Wahlkampf 2021 von den Parteien, die heute die Vertreter der Bundesregierung stellen. Etwas über ein Jahr danach ist Bauen und Wohnen so teuer wie nie. Die Inflation ist dabei maßgeblicher Treiber, allen voran die Energieverteuerung. Die Regierung Merkel und Sie, die linksgrüne Bundesregierung, sind maßgeblich verantwortlich für diese horrenden Energiekosten. Von der CO2-Bepreisung bis zur geplanten Abschaltung der letzten Kernkraftwerke nächstes Jahr. Sie zeigen ganz klar, was Ihnen selbst in Zeiten größter Not wichtiger ist. Gleichzeitig nehmen Sie Abermilliarden Schulden auf, um Hilfspakete zu schnüren, die erst durch Ihre Politik nötig geworden sind. Was wir brauchen, ist eine fähige Bundesregierung, die endlich die Probleme an der Wurzel packt. Dann erübrigen sich auch die von uns selbst zu zahlenden Hilfspakete. Für viele Haushalte in Deutschland ist Wohnen nahezu unbezahlbar geworden. Jährlich 400.000 Wohnungen hat diese Bundesregierung vollmundig am Anfang ihrer Amtszeit versprochen. Dieses Jahr werden es weit unter 300.000 fertiggestellte Wohnungen sein. Verfehlte Ergebnisse sind typisch für Ihre linksgrüne Politik. Für ein Wohnungsprojekt hat Links-Gelb jedoch gegen unsere Anträge und Stimmen die Weichen gestellt. Der Bundeskanzler bekommt eine neue 250 Quadratmeter große Dienstwohnung in Berlin-Mitte. Es ist überhaupt nicht zu verstehen, warum in diesen schwierigen Zeiten mit steigender Inflation und Energiekrise die Regierung an einem Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes festhält. Der Bau soll nach jetzigem Stand 777 Millionen Euro kosten und damit hunderte Millionen Euro mehr als noch im Frühjahr diesen Jahres. Bis zur Kostensteigerung auf 1 Milliarde ist es nun nicht mehr weit. Zum Vergleich, ein süddeutscher Autohersteller hat vor 2 Jahren eine hochmoderne digitalisierte Fabrik im Umfang von 30 Fußballfeldern für ca. 730 Millionen Euro in Betrieb genommen. Die Bundesregierung hingegen gönnt sich ein völlig überdimensioniertes Bauwerk, während sie gleichzeitig den Bürgern Spartipps beim Heizen gibt. Stoppen Sie diesen Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes. Wir werden dem Haushalt in dieser Form natürlich nicht zustimmen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner in dieser Debatte ist Markus Kurt für Bündnis 90. Die